Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU- und FDP-Fraktion, wir lehnen Ihren Antrag ab und ich will Ihnen auch begründen, warum. Aus meiner Sicht braucht es kein Moratorium, weil Moratorium heißt ja Aussetzung und Stillstand letztlich. Ich gehe mit Ihnen überein, oder wir Grünen gehen mit Ihnen überein, dass man intelligent überlegen muss, ob es Sinn macht, auf die jetzige Stufe, gültige Stufe der NF von 2016 noch was draufzupacken. Und da glaube ich, dass es klug ist, das nicht zu tun. Weil das, was man an Einspareffekten erreichen kann, ist nicht mit dem kompatibel oder kohärent zu dem, was es uns letztlich kostet. Also an zusätzlichen Baukosten, an Verzögerungen etc. Aber ein bisschen war das beim Kollegen Höhne, er hat es eben angedeutet mit zwei, drei Ideen, aber mir fehlen in dem Antrag die konkreten Vorschläge, wie wir es denn schaffen, nachhaltiges Bauen und energieeffizientes Bauen trotzdem zu gewährleisten. Weil das fand ich eben sehr gut bei der Rede von der Sarah Philipp, dass sie einfach gesagt hat, natürlich geht es auch um den Klimaschutz. Auf der einen Seite brauchen wir zügigen, schnellen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen, aber wir müssen auch unsere Klimaschutzziele erreichen. Und bei dem, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, an Wetterextremen, an Starkregenereignissen, da kann man ja immer noch sagen, na ja, das ist jetzt mal so ein Wirbelsturm oder das hat jetzt mal stark geregnet etc. Ich bin absolut sicher, dass das der Einstieg, die Vorboten für den Klimawandel sind. Wir erleben das jedes Jahr und dann haben wir die Krokodilstränen, wenn Münster unter Wasser steht oder wenn hier in Düsseldorf ein Drittel des Baumbestandes bei einem Sturm entsprechend dem zum Opfer fällt, dann sagt man, oh, jetzt müssen wir aber dringend was tun für den Klimaschutz, jetzt müssen wir aber Gas geben etc. Und bei jeder Debatte, die ansteht, auch wieder bei dieser Debatte oder Häfenkonzept, habe ich das auch wahrgenommen bei der Veranstaltung hier des Bauministers, dann sagt man, nein, also da könnte man doch beim Klimaschutz vielleicht jetzt ein bisschen reduzieren und ein bisschen Grünflächen und Überschwemmungsflächen reduzieren, das ist doch gar nicht so nötig, da muss man doch auf wirtschaftliche Aspekte achten und auf Kosteneffizienz etc. So, und wir werben von grüner Seite ganz klar, dass man diese beiden Dinge zusammendenkt. Es muss natürlich schnell gehen und wir brauchen auch zügig und bezahlbaren Wohnraum, aber er muss auch nachhaltig und klimaeffizient sein. Und das muss zusammengedacht werden. So. Und jetzt kommt es darauf an, was macht man? Und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich glaube nicht, dass eine weitere Stufe der NF der Weisheit letzter Schluss ist, sondern man sollte quartiersbezogen überlegen, was ist möglich. Was ist zum Beispiel möglich bei der Wärmeversorgung? Also in Richtung KWK beispielsweise, Kraft-Wärme-Kopplung, in Richtung Blockheizkraftwerk. Also zu gucken, bei einem Neubaugebiet entsprechend, was kann man da machen im Bereich von vernünftiger Wärmeversorgung? Oder was ist mit der verkehrlichen Anbindung? Können wir die CO2-Einsparnotwendigkeiten erreichen über eine vernünftige verkehrliche Anbindung von Gebieten, von Quartiersgebieten, die sich gerade entsprechend entwickeln etc. Und mein Stand ist jedenfalls aus dem Bericht unseres Ministers, dass da auf Bundesebene, dass die Bauminister der Länder entsprechend dran sind, hier Konzepte aufzustellen und jetzt zu überlegen, bei der nächsten Bauministerkonferenz entsprechendes zu beschließen. Und deswegen würde ich sagen, dass Ihr Antrag einfach nicht notwendig ist, weil die Realität weiter ist als das, was Sie in Ihrem Antrag beschreiben. Mein Stand ist, dass längst überlegt wird, wie schaffen wir es, über die NF hinaus sozusagen vernünftig Konzepte zu denken, wo auf der einen Seite die CO2-Einsparung realisiert werden kann, die notwendig ist, und auf der anderen Seite aber nicht noch mal draufgesattelt wird, nicht noch mal eine Styroporschicht sozusagen zusätzlich draufkommt. Und ich bin sicher, dass der Minister dazu gleich berichten wird. Von daher würde ich sagen, das, was Sie als Notwendigkeit beschreiben, ist grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen. In vielen Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft, mit Bauherren etc. wird einem das rückgemeldet. Passt auf, dass es jetzt sozusagen nicht noch weitere Verschärfungen in diesem Bereich gibt. Von daher ist das sicherlich richtig, was Sie formulieren. Aber das, was Sie als sozusagen Schluss ziehen, jetzt die NF auszusetzen, Moratorium zu beschließen, aber dann nichts Neues zu beschließen. Also nicht zu sagen, was ist eigentlich die Alternative dazu. Das fehlt nämlich in Ihrem Antrag. Deswegen stimmen wir Ihrem Antrag nicht zu und setzen darauf, dass die Bauminister uns da klug was vorlegen und dass wir das dann entsprechend noch mal im Landtag debattieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr